Hallihallo, herzlich willkommen zum heutigen Twitch Weihnachtsspecial Stream. Gestern hatten wir einen wunderbaren Start mit Gartic Phone und Codenames. Heute ist Shellshock dran. Ich habe den Raum schon mal aufgemacht. Meine Kollegen habe ich angeschrieben, aber die können nicht, deswegen wird das höchstwahrscheinlich ein Solo-Stream. Aber davon wollen wir uns nicht weiter abhalten lassen, hier jetzt das zu starten. Ich habe den Raum jetzt halt schon offen. Ich streame ungefähr bis 22 Uhr. Also ich habe nicht vor, die ganze Nacht zu streamen. So, ich mache jetzt auch für alle offen und mach mal das Leben auf 300. Oh nein, nein, das ist schon ein guter Start. Nein, habe ich wenigstens gute Waffen. Es kann sich teilweise sehen lassen. Wenn ich mit Pfeil und Bogen gut treffe, könnte es was werden. Oder mit den Bienen. Der Gott des RNGs mag mich nicht. Vor allem das Zweifachschaden hängt so gut für die. Aua. Vom wem sind die Kanonen? Ah, vom Jackpot. Okay. Erstmal irgendwas, um die Richtung zu finden. Meine Regel für mich heute ist, dass ich nicht den Trick nutzen werde, also diesen 100 nach oben Trick. Den werde ich nicht nutzen. Das ist meine Regel für den Abend. Aber wir wollen ja den Fun-Faktor haben, nicht hier den Try-Hard-Modus. Oh scheiße, ich treffe den Teleporter. Wahrscheinlich. Nein, doch nicht. Ich hatte einen kurzen Moment Angst. Nice Shot. Ich habe noch nie einen Flummi so gut treffen sehen. Wieso kannst du so gut fahren? Ich will auch. Ich komme nicht mal den Berg hier hoch. Ich glaube, wenn ich 4 stärker mache, könnte ich tatsächlich mit Pfeil und Bogen treffen. Warte, 1, 2, 3, 4. Ja, 5 müsste reichen. Vielleicht treffe ich dann den Punisher mit Pfeil und Bogen. Es ist übrigens auch sehr lange her, dass ich Shellshock gespielt habe. Der Grund ist halt auch der, dass meine Kollegen nie Zeit hatten oder nicht wollten. Und alleine macht halt nicht wirklich Spaß. Natürlich kam da eine Atombombe. Was ist das? Ah, das ist dieser zeitliche Roller. Okay, ich bin RIP. Oder habe ich ein Item? Nee, ich bin RIP. Dann versuche ich wenigstens nochmal einen rauszuhauen. Feuer frei! Oh, danke, ich habe dank dir getroffen! Und ich habe nochmal 10 Abo gekriegt, die mich 0 retten werden. Als ob ich jetzt überlebe. Als ob ich überlebe. Wieso lebe ich noch? Wieso lebe ich noch? Es macht keinerlei Sinn. Müsste ich jetzt nicht eigentlich so treffen? Komm, bitte. Yeah. Ich hab getroffen. Bisschen. Ja, der Streamer muss halt immer zuerst raus. Ich bin mal gespannt, was für coole Waffen jetzt noch hier so kommen. Weil wir haben ja jetzt voraussichtlich den Dark Brisco den ganzen Abend, schätze ich mal. Oder Dark Volcano.
wie er auch heißt. So kenne ich ihn zumindest auf YouTube. Ich hoffe, wir sehen noch richtig coole Waffen, weil ich kenne tatsächlich noch nicht alle Waffen im Spiel. Ich hätte dem Wolf hier auch gleich sagen können, dass ich keine guten Waffen habe. Ich weiß jetzt auch nicht, sind das jetzt hauptsächlich deutsche oder auch englische? Ich glaube an euch. Ich kann ja auch mal so hin und wieder mal gucken. Ja, bei Balancing brauchst du einen Shellshot nicht erwarten. In der Regel, entweder bist du der overpowered hat oder der Gegner. Den Zweifachschaden kann keiner von euch mitnehmen, oder? Nee. Ja, richt ihn hin! Oh, fast auch den Dark. Aber das Messer bzw. das Decker war gut. Ah, okay. Finde ich auch ehrenhaft. Ich finde auch nett von dir, dass du mich nicht direkt fokust. Wolfi, ich glaube an dich. Also wenn du in meinem Team bist, du darfst ruhig dann auch gucken, welche Waffen ich habe. Geld, Geld, Geld. Wolfi, ich glaube an dich. Nimm wenigstens noch den Punisher mit. GG. Dark, ich will aber auf jeden Fall eine richtig coole Waffe an den Abend noch sehen, ne? Falls möglich. Oh, jetzt kannst du zum Beispiel bei mir ruhig reingucken, welche Waffen ich habe. Okay, Plünderer. Ich weiß, dass die richtig gut ist. Der Zug ist auch recht stark. Wenn ich mit dem Blumenstrauß gut treffe, könnt ihr auch reinhauen. Den Rambock vergesse ich jedes Mal wieder, funktioniert. Okay. 45 Grad. Ich versuche zwischen die beiden Portale zu schießen. Hab ich's? Ja, ich schaffe es. Habe ich irgendwas, das genau treffen muss, außer dem Plünderer? Warum stehen diese Portale jetzt eigentlich genau so? Die könnten nicht schlechter stehen. Für mich zumindest. Ich wollte extra hier in die Schussbahn gucken. Ich könnte versuchen, noch ein bisschen höher. Dass ich hier mit einer Schlitzsäge treffe. Vielleicht treffe ich alle drei. Ich denke mal, dass ich aber nur Wolfi und Zips treffe. Schau ihr drei. Oh, ein bisschen geht auch noch zu denen rüber. Das ist zumindest etwas Gutes. Ich gehe mal auf 62. Ich berechne, müsse treffen. Die Drohne nehme ich nicht mit, definitiv nicht. Ich stehe hier auch so gut, ne? Dark, du beschützt mich. Du stehst als mein Wachmann vor mir, oder? Ich hoffe einfach mal, ja. Ich habe ja doch kaum etwas, das Multi treffen kann, oder? Doch, hier den Plünderer vielleicht. Nein, ich habe nur einen getroffen. Aber ich könnte jetzt perfekt mit dem Plünderer die beiden hinrichten. Einfach einen runtergehen und hoffen, dass ich das Portal nicht mehr treffe. Der schwarze Loch, Entschuldigung. Okay, er hat gerade bestätigt. Er ist mein Fels in der Brandung. Er beschützt mich.
Er ist mein Bodyguard. Ich sehe den Moment schon kommen. Sie schießen an dir vorbei und schießen auf mich. Autsch. Oh Gott, das ist Breaker Mania, oder? Danke fürs Beschützen, Dark. Warum ist denn noch so ein Ding? Was für Bomben habe ich bekommen? Ach, Wasserbomben. Ey, guck mal. Das kannst du dir doch nicht ausdenken. Warte. Ich schreibe mir das jetzt einmal auf. Good luck. Have fun. Nice. Robby, du hast genau das getan, was du tun solltest. Ab in das schwarze Loch. Perfekter Schuss. Perfekt. Das war das Beste, was ich hätte schießen können. Okay, ich hatte es mir aufgeschrieben. Ah ne, Feuerbomben habe ich bekommen. Wenn ich mit dem Pinger gehe, könnte ich das Zweifach-Damage sogar mitholen. Ich glaube aber, dass sich das Nika gerade versucht zu holen. Was hatte ich mir aufgeschrieben? 62,45, ne? Ja. Ich bin ein bisschen weiter runter, deswegen gehe ich auch ein bisschen runter mit der Stärke. Ich glaube, 58 sollte funktionieren. Gleich 59 und jetzt. Oh, falsche Taste. Und go! Bitte, bitte triff. Ich glaube an dich, Plünderer. So weit runter bin ich auch nicht. Einfach dran glauben. Dann wird's schon treffen. Ich habe das Spiel viel zu lange nicht mehr gespielt. Nein, genau dazwischen. Ja, ich habe ihn doch getroffen. Das war noch Glück im Unglück. Ich hab's vollkommen überschätzt, wie weit ich runter bin. So. Feuerbomben, das war ja so eine Flare. Wo das dann von der einen Seite schießt. Das heißt, das funktioniert bei beiden nicht. Der Rambo wurde mir, glaube ich, so erklärt, der fehlt ein Viertel weniger als vorher. Das heißt, der bringt mir hier generell nichts. Die Kometen sind leichter. Und die Wasserbombe fliegt random. Ich werfe erstmal eine Wasserbombe. Und gehe mit der Stärke weit höher. So, mal gucken, wo sie landet. Dark, du musst das carryen. Ich treffe einfach nicht. Komm, flieg und sieh. Ja, sie trifft tatsächlich. Jetzt könnt ihr Flair eigentlich treffen, wenn sie von rechts kommt. Nice Shot. Ist ja gut, ich gehe nach unten. Ich glaube, das ist die letzte Runde, die ich lebe. Ja, versuche ich mal unten mit den Feuerbomben. Und hoffe, dass ich was raushau. Weil das ist die stärkste Waffe, die ich glaube ich gerade habe. Mit der kann man ja über 150, wenn man gut trifft, machen. Ich überschätze die Ballung einfach. Ich hab verstanden.
Ich glaube, ich lebe nicht mehr lang. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, er will mir nochmal zeigen, wie es richtig geht. Okay, ich hatte das gerade eben komplett falsch eingeschätzt. 78? Komm, ich will zumindest noch treffen. Nika, was für eine Waffe raus der Haus? Was für eine Waffe? Ach. Schon wieder unterschätzt. Oder unterschätzt. Kann man sich aussuchen. Okay. Was hat mir der RNG-Gott vergeben? Godfrey in zwei verschiedenen Versionen. Das Kleeblatt. Heavy Drohne. Eigentlich nur gutes Zeug. Erstmal auf Nummer sicher gehen mit dem Zug. Damit ich die Schussbahn kriege. Das kurze Aussetzer. Ich kann ja mit den Einstellungen ein bisschen runtergehen. Moment. So, ich habe mal die Ansprüche ein bisschen runtergeschraubt von der Software. Ansonsten kann ich ja mal eben kurz auch das Mikro überprüfen. An dem Mikro sollte eigentlich alles in Ordnung sein. Habe ich jetzt noch mal eben kurz überprüft. Jackpot habe ich tatsächlich echt gut berechnet. Eine schwere Schwebeball funktioniert ja eigentlich wie der normale. Einfach nur so 5 runtergehen, dann trifft er ungefähr in dieselbe Richtung. Warte mal. Ich frag mal, ob denn der fühlt, dass das Glück heute mit ihm ist. Das Glück war mit dir. Jawoll. Entweder macht die komplett OP-Schaden oder das Ding ist Müll. Und ich hatte Glück und es war OP. Vielleicht hängt es auch mit seinem Namen zusammen. Er ist ja schon der Schickgott. Okay. Ich könnte den Wurfstein mal ausprobieren. Vielleicht treffe ich Nika und die beiden da. Weil der fliegt ja in beide Richtungen. Ich kann ja mal selber eben kurz in den Stream reinhören, dann höre ich vielleicht das mit den Aussetzern. Bei mir habe ich jetzt keine Aussetzer mitbekommen, als ich eben kurz mal reingehört habe. Ja, ich bin Hacker. Was soll das da oben? Overcharge. Danke, Spiel. Vielen Dank für diese beiden wunderschönen Objekte da oben. Okay, jetzt treffe ich mit dem Wurfstein bestimmt nicht. Obwohl doch, jetzt könnte ich treffen. Der Jackpot hat keinen Bock mehr.
Ach, ist doch nicht weiter schlimm. Ist ja eh heute ein Stream just for fun, Weihnachtsspecial. Ich hab das Ding, was der Lukas bekommen hat, Entschuldigung, auch noch nie so gut treffen sehen. Ich glaube, ich muss 2 höher gehen in der Stärke. Dann sollte ich ungefähr an denselben Punkt treffen. Vielleicht treffe ich dann Nikon Punisher. Zur Not, wir haben einen Dark, der carries alles. Der carried uns zum Sieg. Was ist denn das für eine Waffe? 84, wie stark ist denn dieser Wurfstern? Was hat denn der Etze da geschossen? Naja, wenn man so kaum noch Leben hat, dann ist es eigentlich sinnvoll, sich in den Gegner reinzustellen. Da hat Mel so schon recht. Du brauchst nicht Friendly Fire erwarten, man versucht ja den Gegner hauptsächlich auszuschalten. Und da kann man nicht immer darauf achten, dass man seine eigenen Kollegen nicht trifft. Ich frage mich gerade, wie zum Geier soll ich den jetzt treffen? Wisst ihr was? Ich mach ein Erdbeben. Weil besser treffe ich jetzt nicht. Go, Dark! Mach den Meso weg! Ach, verdammt, ich hätte auch noch die Heavy Drone schießen können. Ich könnte mit der Gottheit versuchen, aber das wäre sinnfrei. Weil das würde hier die ganze Zeit abreiben, bei der einen Barriere da. Was macht der Rasensprenger? Ich hab perfekt getroffen. Ich sag doch, Dark carried das für uns. Ich schmeiß gleich einfach die Drohne hoch. Hallo Schlinglein, schau Schlinglein. Oh, ein bisschen höher schießen, vielleicht treffe ich noch die andere Drohne. Warte mal. Ein bisschen nach da fahren. Ein bisschen auf die Drohne zielen. Und hoffen, dass ich sie mittreffe. Wenn dabei nicht selber meine eigene rausschmeiß. Komm. Bitte. Nein. So knapp verfehlt. Ich habe Schaden gemacht. Leute, helft mir, ich bin in einem Loch. Okay, hier habe ich jetzt keine andere Wahl. Wenn ich den Trick nicht nutze, treffe ich nicht. Obwohl, ich könnte mit 80 versuchen zu treffen. 80, 80. Nein, geht er weg. Obwohl, eine Sache könnte treffen. Ein bisschen nach unten zielen. Torpedos, Marsch! Ich hoffe, ich baller euch jetzt nicht komplett darunter. Ich habe die Torpedos gut geschossen. Das war der einzig gute Schuss, den ich machen kann.
Jetzt kann ich gucken, wie komme ich hier raus. Obwohl, ich kann die 3D-Bombe noch schießen. Habe ich nicht gesehen. Das da ist frustrierend, wenn jemand mittendrin rausgeht. Das finde ich immer sehr frustrierend. Was ich auch mal machen kann. Wo habe ich's? Hier, dass ihr seht, wo ich mit der Maus bin. Dann seht ihr die jetzt. Ich versuche die aber großteils aus dem Bild zu lassen. Hier sind die Fröschis. Der Sippe, der war jetzt nicht so gut. Okay. Ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt so schieße, dann schieße ich den Dark mit runter. Deswegen würde ich es sein lassen, tatsächlich. Ich gehe mal auf 90... 79, vielleicht treffe ich. Ich probiere es erst mit dem Pinger. Wohin? Dahin, okay. Ich habe tatsächlich getroffen. Jawohl! Und er geht raus, der da unten. Wutanfall verstehe ich bis heute nicht, wie man damit richtig trifft. Und sonst habe ich nichts Gutes, wo ich mich treffen kann, außer mit der 3D-Bombe. Ich gehe mal auf volle Power. Weil sonst treffe ich den da hinten nicht. Ich bin halt auch von Anfang an in so einem dummen Loch, ne? Oh, Wurfsterne. Die können, wenn sie treffen, richtig gut Damage machen. An so einer Wand hat das ja bei mir zum Beispiel gerade extrem Schaden gemacht. So, Schlinglein, bitte, nein, in die andere Richtung. Was machst du? Nein, komplett in die falsche Richtung. Aber ich habe die Richtung schon mal recht gut. Okay, was habe ich Gutes, das genau treffen müsste? Ich könnte die Blüte oder den Bagger rüberwerfen. Ich glaube, ich gehe auf die Blüte und mache zwei schwächer. So, mal gucken. Oh, die ultimative Sniper. Oh, scheiße, ich sau den Schuss. Okay, ich habe ihn doch nicht vermasselt. Ein Glück. Ich habe nichts Gutes zum Rumwerfen. Wie viel Leben hat der eigentlich noch? Der hat noch 135. Ich bin mal einfach gespannt, was passiert jetzt, wenn ich hier Wutanfall rüberwerfe. Ich mache Experimente noch nebenbei, die hoffentlich komplett in die Hose gehen. Und mich am Ende selbst treffen. Ich hab getroffen! Es geht nur das passiert, was ich sagte. Oh Gott, das tut mir so leid. Erstmal tödlicher Fall, weil der hat halt die geringsten Chancen zu gewinnen. Oh, der Arme. 4200.
Ich gehe erstmal auf tödlicher Fall, um die Richtung zu gucken. Und die nutzen alle drei den Trick mit der Atombombe. Ja gut, bei Yasin. Okay, ich hätte zu weit geschossen. Ach, oh Kack. Okay, ich glaube, ich muss auch den Trick verwenden, sonst treffe ich den da unten nie im Leben. Mit einem 45 Grad Winkel treffe ich den nicht. Selbst mit einem 60er oder einem 75er treffe ich nie im Leben den da unten. Ich muss den Trick nutzen. Anders geht's nicht. Und ich werde ein bisschen brauchen, bis ich treffe. Okay, das war hier so. 1, 2, 3, 4. Jetzt müsste ich ungefähr da auf der Hälfte sein. Okay, ich glaube, so müsste ich treffen. Ich nehme erstmal was Schwaches, um zu gucken. Beziehungsweise etwas, das streut. Ich nehme mal das V. Okay, ich habe noch zu kurz gerechnet. Wenigstens kann man in dem Modus seine Mates nicht anballern. Danke, Spiel. Wenn ich diesen Zweifachschaden benutzen darf, danke ich dir noch mehr. Nein, ich werde ihn abbekommen. Autsch. Okay. Jetzt habe ich ja ungefähr die Flugbahn. Zwei weiter und ich müsste treffen. Weil anders treffe ich ihn da hinten nicht. Oh, mit God Trace wird jetzt auch dem so weh tun. Autsch! Ich gehe mal auf die Spinne. Autsch. Kleines bisschen schwächer und Schuss. Die dürfen mich euch targeten, keine Sorge. Ihr müsst nicht auf mich Rücksicht nehmen, nur weil ich dürfte mich ruhig auch komplett hinkriegen. Und meine Spinne hat mich komplett enttäuscht. Verdammt. Auf derselben Stelle sollte ich mit einem Dualroller treffen, aber der macht kaum Schaden. Ich ein bisschen nach links gehe und einen höher. Dann sollte ich vielleicht mit den Bananen treffen. Mal gucken. Komm, meine Bananen enttäuscht mich nicht. Er ist hungrig. Ich hab null getroffen. Meine Bananen haben mich enttäuscht. Ich hab nichts Gutes mehr außer den Bauarbeiter. Bin nah, aber bin ich viel zu weit weg. Ich werf den Roller. Go, Roller! Ich hab getroffen. Ich habe sogar die perfekte Flugbahn. Ich habe sie nicht mehr.
Also das Ding geht weg. Danke, Spiel! Wie? Wie stellt sich das Spiel vor, dass ich in diesem Moment gerade gut treffen soll? Selbst wenn ich hier durchfahre, ich würde mitten in dem Teil stehen. Also in dem Kreis. Danke, Spiel! Was soll ich denn sonst dazu sagen? Also ich würde es im Jahr zu gönnen, wenn er es zumindest schafft, so 2-3 mitzunehmen. Weil der Juggernaut hat ja immer extremst viel Leben. Komm, nimm den Void mit. Ja dann. Mega Bauarbeiter, go! Was Besseres habe ich leider nicht mehr. Danach kann ich nur noch beten. Der Void, der stirbt in der nächsten Runde. Ich glaube, der fühlt sich alleine deswegen. Der ist einsam. Nein, ich hab genau den Falschen. Obwohl, ich baue eine Mauer. Genau so muss der Stream ablaufen. Genau so. Ein Glück gibt's keinen tiefen Schuss. Es kann sein, dass ich ihn so tatsächlich gerettet habe. Ich habe ihn tatsächlich so gerettet. Komm, bitte, triff. Fliege und sieh ich beim Pixel. Oh, Geld, 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 Geld. Und der Void ist in Sicherheit. Er kriegt zuerst die neuen Waffen, ne? Ich hab nichts gesagt, Void, es tut mir leid. Los, Horizon! Was schießen du denn da? Rage? Das ist ein Rage. Ich glaube, die Waffe kenne ich nicht, oder? Oh, das ist ja eine coole Waffe. Okay, ich habe tödlicher Aufstieg. Damit kann ich safe treffen. Mega Beam. Benappe bin ich nach wie vor zu weit weg. Ich könnte ihm Bienen schenken. Kann Öl mir das Ding da gut mitnehmen? Weil ich habe nichts Gutes. Zumindest jetzt gerade noch nicht. Ich hoffe einfach, dass ich treffe. Die Bienen reichen ja sehr weit. Nur 90er Waffe Level 2? Also sehe ich jetzt eine richtig coole Waffe. Oder war 90er die Rage? Weil die fand ich richtig cool. Die kannte ich auch noch nicht. Ja, meine Bienen sind gut gelandet. Okay. Die BFG macht ja auch gut Schaden, wenn sie weit fliegt. Er will mich. Nein. Lass mich leben. Ich glaube, der stirbt jetzt die Runde eh. Also... Hup.
Natürlich auch Stieg. Ihr sollt ja unter ihm direkt nach oben schießen. Ah, die BFP macht maximal 60, danke. Oder deine Popcorn geschossen. Warum hat Yasin uns zu seiner Party nie eingeladen? Alter, hier wurde der Damage rausgehauen. Was schießt er da? Der hat eine Sniper bei mir geballert. Wie kann er nur? Der ist jetzt instant RIP. Aber ich find's cool. Ich spiel nach langem wieder Shellshock und sehe dann nochmal eine richtig coole Waffe. Oh, du schenkst mir Geld, danke. Zu lieb. Es ist so nett. Der einsame Wolf kann sich nicht entscheiden. Oder ist AFK gegangen? War's nicht so spannend. Oh, okay. Und wer ist es? Ja, Han. Oh, ich habe nur das Wasserbomben-Trio mal zur Abwechslung. Ich möchte mal ein bisschen weiter von euch weg sein. Das ist nicht böse gemeint, ich will nur nicht hier alles abbekommen. Ach verdammt, in der Wüste muss ich ja kürzer rechnen. Also wenn ich nur so treffen kann über den Trick, dann mache ich über den Trick. Wenn es auch anders geht, dann werde ich versuchen über 45 oder 60er Winkel zu treffen, ne? Oh guck mal, da hat einer dieselbe Idee wie ich. Ab in dein Loch, Han! Alter, der Jase tut mir so leid. Obwohl, vielleicht ist Han so nett und lässt ihn ein bisschen leben. Han ist nett, er lässt ihn leben. Weil er hat schon schwer genug. Das ist das dritte, richtig? Was er gerade geschossen hat. Ja, jetzt muss ich die Frösche schießen. Ich habe keine andere Wahl. Wenn er schon so ein Doppeldamage hängt und ich die Flugbahn schon einigermaßen habe, dann müssen die Frische her. Ich habe jetzt nur ein bisschen kürzer geschossen, weil mein Zeug vorher hier unten gelandet ist. Ich hoffe, ich habe nicht zu weit nach hinten. Nein, ich hab zu weit. Mein Gott. Oh Gott, ich hab die Brüche komplett verkackt. das war ich nicht, das mit dem Brüchen. Das habt ihr komplett falsch gesehen. Ich habe mit dem Trickshot ein bisschen zu spät gelesen. Ich schmeiß die Wasserbomben. Ein weiter muss ich schießen. Die fliegen ja eh anders als alles andere, ne? Also die kann ich ruhig verschwenden. Ich weiß, dass die letzte Stufe davon richtig gut Schaden machen kann, wenn alle treffen. Das habe ich schon mal gesehen. Dass die richtig Schaden gemacht haben. Welche coole Waffen wir da noch zeigen.
Ja, meine Ballons haben noch getroffen. Von wem war die Disco? Das habe ich jetzt nicht ganz gesehen. Da fliegen die Bienen. Okay. Ich schieße mal die Geschütze rüber und gehe mal ein bisschen weiter nach links. Egonus wird nicht mehr lange leben. Was ist denn das jetzt für eine Waffe? Schießt du einen Lautsprecher rüber? Oder was ist das? Die Waffe sah auch interessant aus. Ich habe nur noch ein paar gute Waffen. Sticky Bomb Rain. Ich hoffe einmal mal, dass die Totentauben gut treffen. Manchmal ist das Spiel einfach nett zu einem. Jetzt verwandelt er ein schwarzes Loch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe alles getroffen, nur ihn so gut wie gar nicht. Kann er den Zweifach-Damage gut nutzen? Ich glaube nicht. Deadwake würde nicht funktionieren. Ja, er nutzt ihn auch nicht. Oder? Doch. Tweeter Level 2 hieß das gerade eben. Danke. Mit was sollen wir hier hinten jetzt bitte treffen? Wir haben keine Pistole, die eine Drehung macht. Zumindest kenne ich das nicht. Auch nicht in die Armen, ja, Sinn. Er versucht sein Bestes. Was war das denn? Hat der Zahnbürste drin abgeschossen? Und dann auch noch so gut? Ich habe noch nie Zahnbürsten so gut Schaden machen sehen. Also die Sonnensalbe. Noch nie. Ich glaube, das Beste, was ich gesehen hatte, und das war sogar mit einem Doppeldamage, war so um die 80. Los, meine Frösche! Oh Gott, bin ich schlimm! Es tut mir so leid! Oh ja, sie muss jetzt offenbar auch langsam dran glauben. Okay, der Kakteennagel sollte doch eigentlich da ungefähr in der Nähe landen. Er sollte treffen. Artillerie. Ja, sie hat eine richtig starke Waffe bekommen. Wie? Wie hat das verfehlt? Die
Ich habe sonst nichts Gutes, was ich werfen kann. Da habe ich getroffen. Wenn ich einen weiter nach links schieße, dann treffe ich auch wieder. Ich hoffe einfach mal in den Wutanfall. I believe in you. Nein! Alles auf die Arzt. Oh Gott. Ich habe extra noch was geschossen, was nicht die Map verändert. Irgendwann verstehe ich die Waffe. Irgendwann. Okay. Geh mal 200, bitte brauch mal den. Danke fürs Follow, wer es gerade da gelassen hat. Danke, Ichi. Ich kann den Namen nicht so gut lesen. Ich treffe alles, nur ihn nicht. Man merkt, dass ich lange nicht gespielt habe. Warte. Autsch. Was habe ich denn gemacht? Ich habe nur eine gute Waffe, die muss treffen. Bitte. Bitte, ich flehe dich an. Heißen, enttäusch mich nicht, triff. Ich bin komplett weggegangen, aber der meine Schusswaffe nicht mehr so gut hat. Evitashi geht auch, okay. Habe ich jetzt nicht getroffen wegen dem Quicksand? Ich glaube, ich habe wegen dem Quicksand nicht so gut getroffen. Er kann ruhig da unten bleiben, habe ich absolut nichts gegen. Ich habe aber nichts, was da unten gut trifft, oder? Obwohl, wenn ich den Wurfständer runterkriege, der würde gut Schaden machen. Bisschen berechnen. Okay, jetzt sollte der Wurfständer reinfliegen. Luca, bitte verlass mich nicht. Wie habe ich es geschafft, das zu verfehlen? Wie? Das war in seinem Gesicht! Spiel! Los, meine Guppies! Gleich trifft ja einer. Ja, ich hab getroffen! Einer hat getroffen. Ich bin glücklich. Nebenbei, jeder, der mitmachen will, der kann ruhig mitmachen. Ist ein Community-Stream. Entweder nach den Namen bei Shellshock suchen oder... einfach Twitch Livestream Special oder irgendwas in der Art suchen. Ich werde nicht mehr lange leben. Aber wenn, dann will ich mit einem großen Knall untergehen. Ich hätte eh nichts mehr, womit ich gut treffen könnte. Ja, normalerweise, aber heute ist ein Community-Stream. Das steht ja extra noch im Titel. Den Bot habe ich so eingerichtet, weil das wirklich bei jedem Stream dann gefragt wurde. Und mich das irgendwann genervt hatte. Aber wenn der Community-Stream extra im Titel steht, dann dürft ihr mitmachen.
Ach, ein Glück, ich muss nicht anfangen. Ich will auf den Hügel, ich will hier hoch. Je weiter oben, desto besser. Okay. Ich habe ein paar sehr gute Waffen für das Spiel. Alles, was streut, ist schon mal gut. Man kann die Waffen auch noch so nebenbei leveln, wenn man es schafft, noch nebenbei jemanden zu treffen. Okay. Der Schuss sollte einfach sein. Da kann ich die Multinade direkt raushauen. Und die Map ein bisschen kaputt machen. Das ist zum Beispiel etwas, was ich meinte. Manchmal kann die Scheibe so behindert sitzen, dass man sie kaum treffen kann. Ist jetzt nur so ein kleines Beispiel. Es gibt noch das Extrembeispiel. Oh, der Pandora hat's leicht. Direkt vor der Nase. Ich kann zur Not auch einen Platz mehr machen. Also, jeder, der mitmachen möchte, der kann mitmachen. Bis 22 Uhr oder 22.30 Uhr, je nachdem, ist die mich heute. Jetzt mal kurz noch mal meine Waffen durch. Den Kaktus kann man zur Not gut an der Wand treffen. Alles, was streut, ist halt richtig gut. Die Dornen will. Spiel, warum? Schrotflinte. Bisschen drüber zielen. Beten. Scheiße! Das war so ein Beispiel. Man kann da mies treffen. Da ist ein Buntal vorgelegt. Also klar, auf irgendeine Art und Weise wäre es wahrscheinlich besser gegangen mit meinen Waffen. Warum kann ich nicht so eine Zielscheibe kriegen? Direkt vor der Nase. Nein, da hinten ein Portal. Ich sagte doch, bei dem Spielmodus bin ich schnell draußen. Der Schuss war gut. Ich bin wirklich alleine auf der Totenbank. Jemand besucht mich. Seht noch, wer die Engel? Oddball. Zock. 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 Oh, Geld. Jetzt sammelst du doch ein. Ich freue mich, wenn man es so weit schafft, dass die so winzig klein ist, dass es wirklich nur noch so Pixel auf der Map ist. Da kriege ich jedes Mal einen Herzinfarkt, wenn ich das Ding dann so knapp noch treffe. Ich kriege da jedes Mal einen Herzinfarkt. Noch lange nicht. Okay, Itachi, dann hau die guten Waffen raus. Ich habe zweimal Tontauben. Smart Snipe wäre gut. Autsch. Mit der Spinne könnte man zur Not an der Wand gut treffen. Ich glaube, ich hau zuerst den Bagger raus. Hmm.
war das denn für eine Waffe? Los, Bagger! Egonos mochte es dort, aber... Ah, Relocator. Und die ist einfach nur dazu da, den Gegner wegzuteleportieren und dabei Schaden zu machen. Die hat aber auch richtig gut Damage gemacht. Muss man mal sagen. Was? Ey, ich bin unschuldig. Damit hatte ich halt wirklich nichts am Hut. Ich habe dich nicht hier an einem anderen Ort gesendet. Diese Streuwaffen, die hebe ich mir persönlich immer auf, bis sie richtig klein ist, die Scheibe. Aber ich war unschuldig. Ah, das ist die Level 99er Waffe, okay. Die war aber auch recht interessant. Also ich sehe heute recht viele interessante neue Waffen. Trifft die denn noch? Ah, das ist eine Flare. Die letzte Stufe von Napalm, richtig? Wie hieß die? Inferno. Okay, wenn ich das verfehle, dann stimmt was nicht. Ja, ich hab getroffen. Mit dem Egonos will ich nicht tauschen. Man kann so Pech haben. Glaub an dich. Oh. Der war gut. Der war richtig gut, der Schuss. Itachi hat's gerade auch nicht leicht. Also du musst immer diese Scheibe treffen. Wenn du sie verfehlst, bist du tot. Ah, Quickset. Gute Idee, weil dann kannst du wenigstens durch dich durchschießen. Manche haben aber auch so ein Glück, dass die Scheibe direkt vor denen ist. Und ja, die kann auch sehr viel kleiner werden. So, wo ist meine? Ah, nee, bin ich noch nicht. Okay, die Katze kann ich als nächstes raushauen. Tontauben würde ich auch eher so auf einer kurzen Strecke schießen. Dreimal etwa. Und das war knapp. Oh, ich darf mal gut treffen. Ja, dann will ich mal die Tontauben ein bisschen leveln. Sag ich und treffe damit so gut wie gar nicht. Egonos, wir können drüber reden. Oder schieß! Wir treffen sogar welche. Die sitzen manchmal so gemein, diese Scheiben. Man sollte eigentlich nicht versuchen, Löcher in diesem Spiel zu machen, weil da kann man sich echt gut ein Eigentor schießen. Im Blick habe ich die Obsex jetzt nicht so hoch eingestellt. Ja, da hat noch einer getroffen. Itachi ist noch drin. Man hätte sich jetzt vorstellen müssen, er käme den Berg nicht hoch. Oh, das war auch ein guter Schuss. Der hat gleich mehrere getroffen. Bin ich froh, dass ich nicht dran bin. Ich würde überhaupt nicht treffen. Ich wäre raus gewesen aus der Runde jetzt. Wäre ich dran gewesen. Ich hätte nie und nimmer getroffen.
Ich bin froh, dass Dark dran ist. Bitte, nimm zumindest ein schwarzes Loch weg. Bitte, ich flehe darum. Spiel, ich geb dir Geld. Was ist das denn? Ja, ich darf hacken! Lotterie Hopser. Hopp! Ich glaube, ich treffe mich selbst. Die wird noch kleiner. Die wird zu einem Pixel in der Landschaft. Und dann beginnt der Herzinfarkt-Part. Ah, Kaktus-Strike. Der Kaktus-Hage trifft da auch ganz gut. Also alles, was so von oben kommt, das kann richtig gut in so einem Moment sein. Wie hieß jetzt die Waffe von dir, Dark? Die kannte ich, glaube ich, auch noch nicht. Also die mit dem Trichter da, wo die ganzen Bälle kamen. Die kannte ich wirklich nicht. Funnel? Okay. Von welcher Waffenreihe ist die? Von den Bällen oder von diesem Aufschütterer? Oh, die Lotterie, die könnte ich auch mal rauswerfen. Achso, der das so flach macht. Okay. Nein, nicht Dark. Nein, setz die woanders hin. Bitte. Bitte triff. Bitte. Oh, mein Glück. Oh Gott. Ich hab mich schon tot gesehen. Ich hab mich wirklich schon tot gesehen. Nee, es zählt das Geschoss selber. Bei Ghostbomb, das zählt, glaube ich, nicht. Ach du Kacke. Ist die winzig? Genau für diese Fälle hebe ich mir diese Streuwaffen auf. Weil das hinterher so schwer wird. Da triffst du dann ohne die Streusachen nicht mehr. Trifft er noch? Oh, scheiße, ist auch raus. Ah, etwas, das man noch treffen kann. Ich werf die Lotterie. Okay. Bitte. Oh, ich hab noch getroffen. Ah, okay. Egonos, ich möchte nicht mit dir tauschen. Ich bin ganz ehrlich. Ich glaube, viel kleiner wird die aber auch nicht mehr, die C-Scheibe. Das ist eine Streuwaffe. Stimmt vielleicht noch. Nee, Egonos ist raus. Nur noch du und ich, Itachi. Good luck. Ja, ich hab fast dieselbe Schussbahn. Danke, Spiel.
Ich musste nicht neu berechnen. Ich hatte fast dieselbe Schusswand noch einmal. Danke. GG. So knapp der Schuss. Da fragt man sich einfach nur, wie habe ich das verfehlt? Ich habe das ja sogar bei einer Folge hier auch geschrien. Da, das war die, die ich gerade eben schon erwähnt hatte. Da war die noch so groß. Ich habe nur nach oben geschossen und wollte meinen Kollegen, ja danke Spiel, mit Treibsand in die Erde halt drücken. Und ich habe um einen Millimeter halt genau daneben geschossen. Die sind komplett dran vorbeigeflogen. Da fragst du dich auch nur, wie verfehlt man das? Ist das eine Disco-Kugel? Das ist eine Disco-Kugel. Da könnte tatsächlich was bis hier hinten hinfliegen. Naja, ich wäre nach links gegangen an seiner Stelle. Wäre leichter zu berechnen. Hm. Oder lässt einer es. Der Schuss ist geschenkt. Also man hat hier bei dem Spielmodus echt Vorteile, je weiter man oben ist. Ach du Kacke. Nein, ich hätte diese Kiste so geehrt. Beim Schatten, dann muss das, der fliegt ja wie ein normaler Schuss. Und mittlerweile sieht man den auch, wenn der da lang fliegt. Oh, ich krieg die Kiste. Nadelspitzen. Also, du kannst es versuchen zu berechnen, wie einen normalen Schuss den Schatten. Der fliegt auch so. Der würde halt ein zählen. Nur bei der Ghost Bomb ist das halt ein bisschen schwer. Na dann, Chevy. Ich würde mal nach links ziehen, nicht auf mich. Ich weiß, ich sehe so verlockend auf den Hügel. Boah, so knapp. Ja, die Scheibe sitzt ja mal wieder wunderbar. Was komplett da hinten. Ciao, Doc. Wegen so einem Winzpixel, ne? Den trifft man dann nicht. Das ist dann immer so frustrierend. Ja, was Geschenktes. Nein! Ich, das nein, das ist keine Multidate. Der Schuss war ja mal wieder richtig gut. Das war wieder so ein Millimeter dran vorbei. Deswegen liebe ich diesen Modus. Da kann man so gut rechnen. Da kommen immer so lustige Fails zustande.
wieder mal wirklich Millimeter dran vorbei geschossen. Es wäre so traurig gewesen, hätte das nicht getroffen. Ciao, Itachi. Ein mega Regenbogen. So, wer wird gewinnen? Egonus oder Chevy? Ach, das war ein Hoverboy. Ich dachte, das wäre ein Deadrake. Komm, Egonus! Ja, mit den Zillibussen ist sehr leicht in dem Modus. Ja, komm, Chevy, der ist geschenkt. Auch die Silly Balls. Oh Gott, der Arme. Rip. GG. Das wird schwer. Nehm alles zurück. Aua. Ich bin doch schon tot. Wir sind erst bei Runde 8, ne? Ich hatte einmal mit Sunny das im Duo gemacht und da hatten wir es tatsächlich irgendwie bis zur Runde 16 geschafft. Da hatten wir aber auch richtig Glück mit den Scheiben. Einfach straight hoch hier, ne? Ich meine, das kann noch kleiner werden. Also das wird jetzt nur noch so ganz minimal kleiner. Man sieht es kaum, aber es wird ein bisschen kleiner. Go, Chevy! Die Waffe wurde noch entsorgt. Ich habe an dich geglaubt. Da kommt die Flotte. Oh, eine Atombombe, oh Gott. Ich fände es nett bei dem Modus, wenn die Toten auch ihre Waffen fallen lassen würden, aber das tun sie bei dem Modus einfach nicht. Weil dann hätten es die Überlebenden nochmal leichter. Was war das denn? Ah, okay, Bumper Array. Bumper-Bombs, okay, ich wurde nochmal korrigiert.
Boah, ich hätte es cool gefunden, hätte er jetzt eine Nadel über die Bande getroffen. Komm, Egonos, jetzt hau die Atombombe raus. Egonos, bist du mit im Stream? Er hat mich gehört. Oh Gott, ich fühle mich schuldig. Ich fühle mich schuldig. Oh Gott, warum stehe ich hier hinten? Ihr habt es alle so einfach. Ihr seid alle zusammen da hinten. Ich wurde ausgeschlossen. Kennen die auch manchmal so. Ich weiß es auch nicht. Ich... Kein Plan. Also die Sensierung von... Shellshock ist manchmal echt merkwürdig. Erstmal weiterfahren. Ball, go! Ich hätte jetzt geweint, hätte ich daneben getroffen. Ich hätte so geweint. Aber diese Chance, den Fall zu leveln, die muss ich halt auch mal nutzen. Ich habe eine Geisterbombe, damit treffe ich nie im Leben. Auch alle auf den Arm, Itachi. Alle auf den Arm, Itachi. Oh Gott, Itachi, du tust mir leid. Du tust mir so leid. Bitte triff, bitte triff. Oh, ein Glück. Der letzte ungefähr hat getroffen. Achtung, da ist ein kleiner Pixel vom Berg noch vor dir. I feel you, Itachi. Viel so sehr. Ich hätte fast einen Herzinfarkt gehabt. Ah, gut, das ist fast dieselbe Schussbahn. Das nehme ich denn da? Einfach ein bisschen nach rechts gehen und den Wurfstein drüber. Komm! Ja! Ja, ich habe da unten auch noch getroffen! Ich glaube, das Spiel will mich auch in dem Loch sehen. Ich habe es nur so im Gefühl. Wir müssen es nicht bestätigen. Oh Gott. Das die Banane, die wollte nicht. Okay, das nenne ich auch unlucky. Also wir müssen jetzt nicht alle unbedingt den Trick verwenden. Nur wenn es nicht anders geht. Könnt ihr aber machen, wie ihr wollt. Ah, jetzt bin ich sauber. Du tust mir so leid. Du kriegst ihn aber auch echt mies gesetzt. Also, wie gar mit so Streuwaffen geht das. Das Spiel setzt dir die echt mies. Ja, hab ich auch so ein Gefühl. Ich mag das Spiel momentan noch. So, ich komme jetzt mal mit hier hoch. Ich will mit auf den Berg. Ich will nicht ständig in einem Loch sitzen. Ich weiß, wie das ausgeht.
Es ist gefühlt wirklich so. Wenn du nicht dran bist, sind die irgendwie knapp vor in dir, dass du die eigentlich gut treffen könntest. Und wenn du dran bist, sind die irgendwie richtig gemein am anderen Ende der Welt. Das ist ein richtig fies Gesetz, tatsächlich. Entschuldigung, wenn ich mich jetzt ein paar Mal versprochen habe. Beziehungsweise Fastbit. Komm, Grump. Das Ding nimmst du mit. Aua, immer auf den Arm Itachi. Welche Waffe kann ich wegwerfen? Den Felsbrocken würde ich gerne noch nicht wegwerfen, die Geisterbombe. Oh, da kommt Kuscheln. Bin ich aber lieb. Das Spiel ist echt nicht nett. Schau, Frosch. Einer hat sich verabschiedet. Boah, die ist jetzt aber geschenkt. Wie viel, jetzt mal im Ernst, wie viele Frösche hattest du? Da hat Grump schon recht. Ich glaube, das waren jetzt 4 Frösche, die da geflogen kamen. Glaub, 2 mehr Kolkoppen und 2 mal die großen, ne? Waren das. Was ist das denn? Was ist das denn? Zieh, 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 zieh. Enlister? Die Waffe sah auch richtig cool aus. Ich sehe heute richtig viele neue, coole Waffen. Ich freue mich. Ciao, Itachi. Du hast noch einen von uns getroffen. Sie ist positiv. Das Hähnchenkatapult will ich, glaube ich, nicht schießen. Oh Gott, warum sitzt diese blöde Scheibe da hinten? Ich nehme den Zähler. Und hoffe aufs Beste. Nein! Scheibengeister. Manchmal hat man richtig Glück in diesem Spiel und manchmal denkt das Spiel sich, nee, du gewinnst heute nicht. ich liebe Shellshock. Ich weiß, warum ich das damals so viel gespielt habe. Da gegen Grum, wer wird gewinnen? Komm, Dark, ich glaube an dich. Ich bin mal Team Dark. Da fliegt der Magier. Wird er treffen? Ja. Ah, nee, das ist die zweite Stufe von Magier. Ich glaube, Zauber hieß die, oder? Der Grump hat es auch gerade nicht so leicht mit dem schwarzen Loch. Summoner. Warum trifft sein Fiveball und mein Freeball nicht? Also bei ihm hat der dritte getroffen. Entschuldigung, sein 5-Counter und mein 3-Counter nicht. Der hat so ein Pixel-Eye gerade eben nicht getroffen.
Kann es sein, dass die Waffe so nah heißt? Weil die habe ich in der Liste einmal, glaube ich, gesehen. Also die sieht auch so aus wie so nah von den U-Booten, deswegen frage ich. Lida. Ein Pfeil. Ja, ich glaube, es war jetzt nicht so die beste Idee, da komplett runterzufahren. Komm, Dark, ich glaube an dich. Es hat noch getroffen. War das nicht eine Waffe, die immer trifft? Der Doppelbounder? Wie hat das verfehlt? Okay, Itachi, wir machen das. Wir besiegen Dark und Egonos. Wir sind als erstes dran. Okay. Unser Ziel ist, wir müssen den Ball da in dieses rote Tor befördern. Das Problem ist, so wie ich schieße, landen die immer im Grün. Du gehst auf die Vögel, ich gehe auch mal auf die Vögel. Los, meine Vögel! Ein bisschen später und ich hätte den Ball sogar nochmal getroffen. Auch so eine gute Taktik, die man machen kann, ist so eine Wand vor dem Tor aufzubauen. Dass der Ball es schwerer hat, da reinzufliegen. Das machen manche. Ich würde es ja machen, aber ich habe nichts zum Bauen. Das ist wirklich so. Das ist manchmal so komisch, wie die Waffen den Ball beeinflussen. Okay, Itachi, langer Pass. Ich mache den Berg hier mal ein bisschen weg. Obwohl, nee, wenn, sollte ich den Berg zur rechten Seite wegmachen. Warte. Dann ist die Chance höher, dass er in die Richtung fliegt. Komm. Ja. Nein, nein, bitte nicht. Tu's nicht mal, bitte. Bitte. Okay. Du hast mir zugepasst, wie versprochen. Danke. Nur werden sie sich den Ball jetzt stehlen. Ich brauche halt wirklich nichts in Game schreiben, weil alle hier mitten im Stream sind. Oh, Monde! Da kommen die Gubbis! Eigentor? Ja, Eigentor! Eigentor! Tor! irgendwas, das richtig gut da unten raushaut. Ich werf mal einen Bohrer darunter. Es wird nur schwerer, den danach rauszukriegen. Wo fliegt er hin? Ich habe euch mal zugepasst. Ich würde die Fläche da versuchen, ein bisschen flacher zu kriegen. Ich glaube, ich werfe auch mal eine Disco-Kugel rein. Damit das ein bisschen breit ist, damit man da besser treffen kann. Also ich schieße jetzt nicht auf den Ball, ich versuche das Loch größer zu machen. Ja, jeder ist 10-mal dran. Aber sie können dort eine 2-3-mal ruhig den Modus machen. Ja, 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 nein. Als hätte der Ball sich nicht bewegt. Soll ich mal das Loch da in der Mitte ein bisschen größer, dass der Ball gleich leichter rauszuholen ist. Ich habe den Ball sogar noch ein bisschen beeinflusst. Ach komm, ein bisschen höher dürftest du ruhig hüpfen.
Egonos, mach mal meinen Plan mit. Oder er will die Wand da wegmachen. Nein! Und so. Okay. Ich hole den Ball da jetzt instant raus. Genau, der hat die Lotte getroffen. Zählt nicht. Oh, scheiße, ich hab nicht drauf geachtet. Nein! Ich sag doch, der fliegt einmal lustig rum und dann landet der genau im grünen Tor. So laufen die Spiele immer bei mir. Oh, der Enlister nochmal. Oder wie das Teil hieß. Ja, jetzt ist die Mitte auf jeden Fall ein bisschen weiter unten. Der Ball kommt zurück. Ja? Noch ein bisschen weiter? Ja, da liegst du gut. Itachi, wir müssen punkten! Wir brauchen Punkte! Oh, ein Flummi, das kann lustig werden. Wie hat es das Tor verfehlt? Ich hätte es jetzt so schön gefunden, wäre der im Roten gelandet. Der ist genau an diesen Pixel offenbar gekommen. Anders kann ich mir das nicht erklären. Okay, ich habe kaum noch... ich habe kaum noch was, um die Map zu verändern. Ich schmeiß mal Regen rüber. Komm. Nein, zu kurz. Verdammt. Obwohl, ich mache eine Wand. Die hätten eine Wand dadurch gemacht, dass er nicht zurück kann, tatsächlich. Dafür ist Regen gut, bei dem Modus. Ich hätte ihn nur ein bisschen gern weiter rechts gehabt. Der Ball wollte nicht so weit weg. Jetzt kommt mein Kleeblatt der Vernichtung. Ach scheiße, da ist hier ein Berg. Ich habe den Berg nicht gesehen. Ich habe trotzdem irgendwie durchgeschossen. Ich verstehe es nicht. Wie konnte ich da durchschießen? Kann mir das einer erklären? Da stehst du gut. Ja. Und jetzt bewege ich mich ein bisschen nach rechts, damit ich nicht mehr auf den Berg ziehe. Es klingt auf jeden Fall nach einem guten Plan. Der will einfach nicht von der Mitte weg. Warte mal. Ich ziehe mal ein bisschen nach links, dann wird er vielleicht ein bisschen mehr nach rechts gerückt. Ja. Komm, Ball, bitte. Itachi, wir haben nur noch eine Runde. Lass zumindest einen Unentschieden erzwingen. Wir schaffen das. Ich glaube an uns. Los, wir schaffen das. Tschüss. Ja, danke, Dark. Danke. Danke, 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 du willst mich nicht verlieren sehen. I can't believe it. Jason, du hast den Shining einfach durchgezogen.
den Ball abschießt mit voller Wucht und ins eigene Tor schießen. Das ist der Scheitling. Nein! Komm! Oh Gott! Oh Gott, hat der gerade beschleunigt. Nein! Ein Eigentor nach dem anderen! Ich krieg mich mehr und lache nicht mal. Ich liebe diesen Modus. Da passiert so viel komisches Zeug. Komm bitte. Komm bitte, bitte. Wir müssen unseren Namen rein. Itachi, wir dürfen kein Eigentor mehr machen. Oh, Itachi hat das Team gewechselt. Nein. Willst du ihn rausschießen und ich versuche hier irgendwas hier hinten zu machen? Ah, okay. Ich würde dann auch mal sagen, dass wir jetzt hier mal so langsam die letzte Runde machen für heute. Okay, ich überlege gerade, was schieße ich überhaupt. Ich mache mal bei euch da hinten ein Loch, in der Hoffnung, dass der Ball dann leichter reinfliegt. Das war ein richtig guter Schuss, Egonos. Ich liebe dich. Du hast einen richtig geilen ersten Schuss gemacht. Nein, er baut eine Mauer. Dark, so geht das nicht. Du kannst meinen Plan nicht sabotieren. Das ist illegal. Disco Pogo. Es ist richtig toll. 2-0, ja. Wieder beeinflusst uns eigentlich die Nadel. Ich hab schon aber... Oh Gott! Die Kombi war ja richtig OP. Ich mach bei uns mal ein Loch. Dass das irgendwo reinfallen kann. Ich habe nur ein, zwei Waffen, womit ich ein Loch machen kann, aber ich will gucken, dass ich ein Loch vor unserem Tor mache, das nach Möglichkeit auffällt. Bin ich jetzt schuld, dass es drin gelandet ist, weil es ist knapp vorher explodiert? Ich glaube, ich trage eine Mitschuld. Weil ich habe nur mal nach rechts gedrückt. Andy, das geht nicht! Das geht nicht! Was ist denn das für ein Riesenberg? Den Berg muss ich trimmen. Ich glaube, ich treffe mehr Itachi als den Berg. Doch. Ich habe es ein bisschen leichter mit dem Treffen gemacht. Oh Gott. Ich will nicht wissen, wie der Ball jetzt eskaliert. Okay, ich dachte, der eskaliert jetzt mehr. Keine Ahnung. Das ist ein Mysterium, das ich auch noch nicht gelöst habe. Also Dark und ich verfolgen den Plan, das Tor da entweder leichter zu machen oder schwerer. Vom Treffen her. Und ihr versucht den Ball zu versenken. Das ist gutes Teamwork. Die einen gehen auf die Sabotage, die anderen machen das Punkten. Bin ich richtig gut. Nur habe ich jetzt langsam nichts mehr, womit ich kaputt machen kann. Pixel! Obwohl, ich glaube, ich treffe nicht mehr. Das ist ja jetzt tiefer. Verdammt, ich hätte ein bisschen schwächer machen müssen. Egonos, ich glaube an dich.
Hä? Egonos? Was ist passiert? Was ist passiert? Ja, Eigentor, bitte. Ist bei dir Internet abgeschmiert oder was ist passiert? Der Bohrer geht nicht auf den Fußball, oder? Ich probier's mal aus. Oh, ich vergaß, der zieht auf Menschen. Upsen. Wie kriege ich den jetzt da hinten in das Tor rein? Ich habe ihn im Weg bekommen. Wir gehen langsam nach da unten, Itachi. Wir machen das. Hallo? Ich wollte schon fragen, wo ist der Ball hin? Nein! Also, ich habe kaum noch was. Bitte, Felsbrock, enttäusch mich nicht! Mein Brocken! Wir fusionieren ja. Ich hab kaum noch was Gutes. Der Zipper bewegt den Ball, glaube ich, nicht so gut. Der Schneeball, kann ich mir nicht vorstellen, dass der den Ball bewegt. Der Split vielleicht. Ja, 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 danke! Ich schieße Pfeil und Bogen und hoffe aufs Beste. Wow, ich habe ihn straight nach oben geschossen. Nein, der liegt so gut für euch. Ja, spring da runter. Was ist das Beste, was ich schießen kann? Ich glaube, der Bandenhahn-Split tatsächlich. Nein! Wie mache ich das jetzt? Ich versuch's mal mit dem Bombenteppich. Bitte komm von rechts. Nein! Könnt ihr bitte einen Eigentor machen? Das wäre sehr nett. Ja? Ja. Hier war auch wirklich die letzte Runde für heute. Komm, Itachi, wir haben eine Chance bekommen. Unseren Namen reinzuwaschen. Warte mal, wenn ich das jetzt ganz leicht treffe, besteht doch die Hoffnung, dass der einfach den Berg runterkullert, oder? Ich streame eigentlich relativ oft. Also nächste Woche werde ich wahrscheinlich weniger streamen, weil ich am Freitag eine OP an der Hand habe und dann erstmal nicht streamen kann. Für ein paar Tage. Oh Gott! Aber lässt ja richtig eskalieren. Das habe ich nicht gewusst. Itachi, es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Nein. Ich habe einen guten Start gelegt. Das liegt vor einem Tor, nur nicht vom richtigen. Immer bei dem Modus.
Ich habe aber auch nicht gedacht, dass Napalm das so extrem ausrasten lässt. Ja, und er fliegt in die falsche Richtung. Itachi, komm, rette das. Ich mache hier den Bereich mal ein bisschen kleiner. Also ein bisschen flacher. Itachi? Kriegen wir den Ball da noch weg? Oder wird's ein Tor? Die Portal wird's richten. Man muss den Ball nur eskalieren lassen. Ja! Ja! Unsere Gebete wurden erhört. Aber ich glaube, ich treffe ihn hier trotzdem nicht so gut. Ich mache mal den Berg in die Richtung weg. Weil ich wenigstens etwas Produktives. Komm, nur ein kleines Stück, nur ein kleines Stück. Nein, nicht in die Richtung. Ja, 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 roll noch ein bisschen. Nein, das Loch hat's aufgehalten. Dubstep, weißt du, wo du hinschießen willst, oder bist du dir nicht sicher? Weil du hast gerade bei mir in alle Richtungen gezielt. So, jetzt die Frage. Eigentor? Ja? 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 Haferball. Okay. Ganz leicht versuchen, ne? Aber nicht zu leicht. Ich schieß mal ein Kleeblatt drauf. Da fliegen die Gubbis. Nein! Ich wollte den Gottes leicht darüber schieben, damit der nach Hoffnung den Berg runterkullert. Ich dachte nicht, dass er so eskaliert. Hey, wie ist er denn jetzt durch den Berg? Ja, Tor! Ich liebe dieses Spiel. Okay. Nee, bei der Schlange müsste es eigentlich eskalieren. Ich versuch's. Schneeball. Gleich, da geht, glaube ich, nicht. Ach, das ist, beim Schneeball zählt nur der letzte Hit. Nein, bei das tust du nicht. Das tust du nicht. Genau vor dem Tor. Eigentlich musst du jetzt hinter dem Ball irgendwie treffen, damit er wegfliegt. Ich glaube an dich, Egonos. Du schaffst diesen Schuss. Ja, da hast du recht. Also, man muss ganz knapp in diese Lücke da treffen. Dann könnte er wegfliegen. In die richtige Richtung. Alles andere wäre ein Eigentor, glaube ich. Und vor allen Dingen, es muss eine starke Waffe sein. Ich glaube, wirklich weit weg. Itachi, wir gewinnen! Ich baue mal einen Hügel bei uns. Einfach so ein Abwehrhügel. Was? Der Zipper bewegt das nicht? Okay. Ich
Ich dachte, der Zipper würde es bewegen. Ich wusste das auch nicht, um ehrlich zu sein. Ich wusste das auch nicht. Also momentan liegen wir ja vorn. Ich beschwere mich nicht. Die Banane fliegt und holt sie den Sieg. Warte mal. Ah, ich hatte gehofft, ihn im Nachhinein positiv für uns zu beeinflussen. Nein, der Ball liegt doof. Geh da weg, Ball, schnell. Es ist eine Falle. Du darfst da nicht liegen. Ich hoffe, es ist gut, dass der Berg jetzt so hoch ist. Ich hoffe, er ist hoch genug, dass er jetzt nicht da hochkommt. Ja, ja! Der Berg war die beste Idee aller Zeiten. Der Berg rettet. Versuchst du den da unten wegzuholen, dann mache ich hier den Berg wieder ein bisschen weg zu deren Seite. Itachi, ich glaube nicht. Ja? Da! Ole! Wir gewinnen! Itachi! Das ist der schönste Moment in meinem Leben. Ich gewinne mal hier eine Runde Fußball. Mit den Ball, das kann aber auch manchmal wirklich ein Krampf sein. Itachi, kein Eigentor. Nadelspitzen? Nee, das ist Airstrike. Nein! Kein Eigentum! Nein! Wie ist er überhaupt reingegangen? Im Übrigen, wenn die Streams der Öfterfrage sich auf Shellshock bezieht, jetzt nicht so sehr, das ist ja mehr so ein Stream-Special. Also, ich könnte das vielleicht einrichten, dass wir einmal so in der Woche hier Shellshock spielen. Ich schieße den raus. Ich hoffe, der fliegt jetzt nach rechts, nicht nach links. Ich schieße nämlich genau unter den. Ja, Tor! 5 zu 2! Itachi, wir sind's! Außer sie schaffen jetzt den Mega-Schuss des Jahrhunderts. Und machen 4 Tore am Stück. Okay, das war doch jetzt aber wirklich eine richtig gute letzte Runde. So Leute, ich mach dann jetzt den Raum hier zu. War halt ein lustiger Abend.
Ich hoffe, dass jeder Spaß beim Zusehen hatte. Ich hatte auf jeden Fall Spaß mit dem heutigen Stream, auf jeden Fall. Können wir ruhig öfters machen, so einen Shellshock-Stream. Also, ja. Ich würde dann jetzt euch an einen meiner Kollegen weiterleiten. Einen Moment, ich suche mir jetzt schon mal einen von denen raus. Weil die sind momentan alle on. Ich wünsche auf jeden Fall jedem noch einen schönen Abend. Und eine gute Nacht. Ich leite euch dann jetzt an meine Kollegen Akadari weiter. Die machen gerade auch ein Weihnachtsspecial. Also CSGO Verstecken spielen die gerade. Und ich bin dann jetzt für heute raus. Ciao!